Hey, dieser Asari, Nyeth, hat ihre Patrouillenpläne an die Plünderer verkauft. Ich wusste es, verdammter Junkie. Danke für die Info. Man sieht sich. Ja, klar. Er ist heute mal wieder in Hochform. Ich sehe schon, Sie sind nicht wie die übrigen Anfänger hier. Wie kommen Sie darauf? Ihre Ausrüstung, sie ist hochwertig, wie alles an Ihnen. Wenn Sie was zu sagen haben, raus damit. In Ordnung. Als die Verbanden nach Kedawa kamen, versteckten sie überall in den Badlands Lager mit Vorräten von der Nexus. Größtenteils Schrott, abgelaufene Proteinriegel und Rationen. Aber es waren auch ein paar erstklassige Waffen direkt aus der Waffenkammer dabei. Und woher wissen Sie das? Ich habe geholfen, sie zu stehlen. Das Problem ist, dass diese Waffen für den Abschaum hier unten viel zu gut sind. Und ich kann in Cadaverport keine Waffen verkaufen, ohne dass Sloan einen Teil davon abbekommt. Aber der Nachpunkt des Lagers? Wären Sie daran interessiert? Für einen fairen Preis gehört er Ihnen. Wir sind im Geschäft. Wunderbar. Hier ist der Nachpunkt. Bis dahin können Sie sich gerne schon mal mein aktuelles Angebot ansehen. Das hat so eine Sturm. Schade. Das sieht nicht nach einem Lager der Verbanden oder des Kollektivs aus. Sehen wir es uns mal genauer an. Ein Datenpad zu finden haben. Feinder. Sieht aus, als wollte das Kollektiv die Verbanden erpressen. Ich frage mich, ob es funktioniert hat. Der beigefügte NAV-Punkt wurde entfernt, Pathfinder. Ich kann den Übergabeort nicht ermitteln.
Hey Ryder, Boxenstopp? Ich würde mir gerne kurz die Beine vertreten. Gute Idee. Anhalten, rausspringen, einmal im Kreis laufen und wieder einsteigen. Nein? Auch gut. Ryder scheint es ausgesprochen leicht zu fallen, offen zu agieren. Das müssen wir. Wir sind hier, um diese Galaxie zu erkunden. Oh, ich verstehe. Es ist einfach nur ungewohnt, nachdem wir im Kampf gegen die Cat all die Jahre versucht haben, möglichst unauffällig vorzugehen. Aber eines Tages werden wir sie vernichten. Und dieser Tag ist nicht mehr weit entfernt. Waffenlager einiger Gesetzloser. Ein Scan müsste Ihnen genaueres verraten. Das nenne ich Teamwork. Hier steht, dass diese Waffen für ein bestimmtes Lager gedacht sind. Sam? Ich könnte die Quelle der Übertragungen möglicherweise ermitteln. Allerdings brauche ich dafür weitere Informationen.
Gut, fahren wir weiter. Kommen Sie nicht näher oder ich verpasse Ihnen eine Korrosionsbombe. Ich habe heute schon 2 Plünderer erledigt. Wollen Sie mich auf die Probe stellen? Wow, hey! Wir sind keine Gesetzlosen, wir sind Freunde. Dann kommen Sie her und beweisen es. Ganz langsam. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Das Lager vor Ihnen ist weder in den Unterlagen der Verbanden noch des Kollektivs verzeichnet, Pathfinder. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Werfen Sie mal einen Blick darauf nach Cadera Port. Die Exilanten halten sich anscheinend für den König des Berges. Sie meinen wohl eher Königin des Berges. Auf Ihnen lastet eine große Verantwortung. Sie müssen für all Ihre Leute ein sicheres Zuhause in Helios finden. Ja, manchmal kann ich selbst kaum glauben, dass wir Orte erschaffen, an denen sie leben können, auch wenn es uns bereits gelungen ist. Die Hoffnungen so vieler ruhen auf uns. Als Teil des Widerstands weiß ich, wie das ist. Dieses Gebiet heißt Drawlea. Das bedeutet Todeshöhlen. Sehr nett. Nicht wirklich. Eine Gruppe registrierter Krimineller hat dort vorne Bergungsgut gesammelt, Pathfinder. Die Angara scheinen ständig jemanden zu umarmen oder zu schlagen. Werden sie oft krank? Schwer zu sagen. Krankheiten sind Privatsache. Wir sprechen nicht darüber. Wirklich nicht? Es gibt bei ihnen keine Krankentage? Niemand muss je eine Erkältung oder Grippe auskurieren? Hier drin ist es plötzlich so heiß. Brauchen Sie vielleicht Medigel? Bitte, hören Sie auf. Wir nähern uns dem NAV-Punkt für das Waffenlager, Pathfinder. Hoffentlich ist es die Credits wert. Ich glaube, Thracia hat uns in eine Falle gelockt.
dazu nicht dabei. Da kommen sie! Ich glaube, das waren alle. Es ist voll. Ich hatte wegen des Hinterhalts eigentlich damit gerechnet, dass das Ganze ein Betrug war. Wir sollten die Turianerin damit konfrontieren. Eine Erklärung verlangen. Rutschen Sie rüber, Jol. Sie belegen meinen Platz. Meinen Sie heiß oder heiß? Rutschen Sie einfach. Diese Technologie gehört keiner der Gruppierungen Canderas Pathfinder. Ihre Besitzer sind vermutlich Kriminelle. Er scheint unter die Erde zu gehen. Ich hoffe, es gibt einen Weg darunter. Ansonsten brauchen wir einen echt großen Bohrer. Beeilung! Wir müssen ihnen helfen! Das sollte es gewesen sein. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen, aber Sie müssen jetzt gehen. Ich habe Erfahrung mit Relikttechnologie. Ich weiß, was ich tue. Mehr oder weniger zumindest. Ryder hat schon früher mit Monolithen interagiert. Wie ist das möglich? Es ist einfacher, wenn ich es Ihnen zeige. Das war's.
Einer erledigt. Bleiben noch zwei. Initiative eignen, Pathfinder. Damit er langfristig erfolgreich sein kann, müssen sie allerdings das Problem der Wassertoxizität auf Kandera lösen. Die Frau, die hier das Sagen hat, hegt einen Groll gegen die Initiative. Ich bezweifle, dass sie es ihnen erlauben wird, sich hier anzusiedeln. Was ist mit dem Scharlatan? Das Kollektiv wird immer mächtiger. Da wir nicht wissen, wer der Scharlatan ist, könnte Sloan unsere einzige Option sein. Möglicherweise kann uns ja Mr. Vidal weiterhelfen. Yelayon sind ältere Geschwister. Jüngere Geschwister sind Oleon. Und wie nennen Sie Kinder, die keine Familie haben? Sholeon. Adoptierte Geschwister. Sholeon. Pathfinder. Wayne Tariffs Aussage zufolge ist der Cat-Transponder hier in der Nähe vergraben. Ich habe ihn gefunden. Das Ding ist Schrott. Die Energiequelle des Transponders ist erschöpft. Dann laden wir ihn wieder auf. Sobald er aktiv ist, kann Gil seine Magie wirken. Anschließend sollten wir die Position des Archons ermitteln können. Und danach auch die Meridians. Damit sind wir unserem Ziel, uns in Helios ein Zuhause aufzubauen, einen großen Schritt näher gekommen. Ich mag Ihren Optimismus. Da das nun erledigt ist, könnten Sie vielleicht mit Reyes über die Morde in Kandera Port reden. Sie sind in ausgezeichneter körperlicher Verfassung, Cora. Besser als alle anderen im Team. Danke. Ich wusste nicht, dass Sie darauf achten. Der Verstand macht, was er will. Pathfinder,
In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ständig damit, dass wir von Gesetzlosen überfallen werden. Sieht aus, als hätten diese Exilanten Tech aus dem Hafen gestohlen. Wir sollten uns vorsehen. Hey, da sind Höhlen. Vielleicht ist da ja irgendwas Interessantes drin. Entschuldigung, wie viele? 8 Brüder und Schwestern und fast 4-mal so viele Cousins und Cousinen. Nicht zu vergessen meine Mütter. Und sie alle sind unterschiedlicher Meinung darüber, was man tun oder wie etwas sein sollte. Das kann ich mir vorstellen. Wie kommen Sie damit zurecht? Ganz ehrlich? Nicht gut.